Bei Bauer sucht Frau-Teilnehmer Hans aus der Eifel wurde es am Anfang der Hofwoche gleich richtig emotional, denn bei Kandidatin Elke kullerten die Tränen. Doch was war passiert? Im Pferdestall zeigte Hans seiner auserwählten Elke, wie er bei seinen Pferden die Gamaschen anlegt. Obwohl Elke großen Respekt vor der Situation hatte, versuchte sie es schließlich selbst. Bei ihrem ersten Versuch zog das Pferd jedoch sein Bein weg, was Elke stark verunsicherte, wie sie im Interview erklärte. Als sich das Pferd bewegt hat, da habe ich die Kraft der Tiere gespürt und da habe ich wirklich einen kurzen Schreckmoment gehabt. Dennoch ließ sich Elke nicht entmutigen und schaffte es schließlich, dem Pferd die Gamaschen anzulegen. Für Elke ein emotionaler Moment. Als sie mit den Tränen rang, nahm Hans sie gleich in den Arm und machte seiner Herzdame Mut. Wenn ich jetzt deine Sachen machen müsste, dann würde ich mich wahrscheinlich auch dumm anstellen. Zwischen Hans und Elke scheint die Chemie jedenfalls zu stimmen.